Fine Penguins dürfte in Deutschland vor allem durch den Auftritt der Gründer in der Castingshow Die Höhle des Löwen bekannt sein. Die App war ursprünglich ein besseres Reisetagebuch. Die Entwickler der Münchner Firma haben lange Zeit an einer Auto-Tracking-Funktion gearbeitet. Und die hat einiges zu bieten. Fine Penguins erkennt automatisch Flüge und trägt wichtige Orte als Footprints auf der Karte ein. Der komplette Reiseverlauf wird automatisch aufgezeichnet und soll dabei nur 4% extra Batterieleistung am Tag verbrauchen. Fine Penguins gibt es kostenlos für Android und iOS, ohne Werbung und ausschließlich mit In-App-Käufen. Auch Polar Steps ist eine Travel-App mit einer automatischen Tracking-Funktion. Theoretisch muss das Smartphone nicht aus der Tasche genommen werden. Sobald eine Online-Verbindung besteht, werden Routen, Orte und Fotos hinzugefügt. Die Tracking-Funktion funktioniert allerdings auch offline. Die Betreiber der App verzichten auf Werbung und In-App-Käufe und finanzieren sich nur durch Bestellungen von Fotobüchern. Polar Steps ist kostenlos für Android und iOS. Volo hat einiges zu bieten, ist allerdings eher ein Reisetagebuch für Freunde als ein Travel-Tracker. Aber auch hier ist es möglich, die Reiseroute und Erlebnisse detailliert festzuhalten. Mit dem Plus-Symbol können neue Eintragungen gemacht werden, zum Beispiel auf der Route. Jeder Ort lässt sich mit einer kleinen Beschreibung versehen. Auch wenn bei Volo die soziale Komponente im Vordergrund steht, möchte man die Reiseabenteuer nur für sich selbst festhalten, kann man seine Story einfach auf Privat stellen. Volo ist kostenlos für Android und iOS verfügbar, dafür gibt es Werbung und In-App-Käufe.